Ja, Herr Schöberl, tollen Vortrag. Glückwunsch, vielen Danke. Dank. Wenn Sie noch mal kurz zusammenfassen könnten, so Customer Engagement, wie stark ist das wirklich auch so in der Unternehmenskultur von Amazon verankert? Das war ja einer der großen Punkte. Ganz genau, steht natürlich ganz weit oben. Also eigentlich unser oberstes Prinzip ist, dass wir das kundenorientierteste Unternehmen der Welt sein wollen. Und für uns hat es letztendlich zwei Ausprägungen. Das eine ist, dass wir stellvertretend für Kunden innovieren, Innovationen vorantreiben. Ja, also so ein Beispiel wie unser Prime-Programm oder auch Marketplace, also viel mehr Auswahl dem Kunden bieten zu können, als wir das selber als Händler könnten. Und das zweite ist, dass wir wirklich beim Kundenservice und all den Interaktionen mit dem Kunden tatsächlich versuchen, danach zu handeln. Ja, also nicht nur als Philosophie in den Raum zu stellen, dass wir kundenorientiert sein wollen, sondern im Alltag wirklich auch Prozesse und Tools und die Mitarbeiter auch befähigen dafür, damit sie kundenorientiert sein können. Aber gilt für Customer Engagement nicht auch Retail ist Detail? Also sind es nicht auch viele kleine Details, die dann letztlich auch dazu beitragen, so Kundenzufriedenheit oder gar Kundenbegeisterung zu schaffen? Was sind denn so die größeren Treiber jetzt hier dann auch bei Amazon aus Ihrer Sicht? Was treibt denn letztlich die Zufriedenheit der Kunden? Oder letztlich, Sie wollen sie ja nicht nur zufriedenstellen, Sie wollen sie ja begeistern. Ja, zwei Dinge. Das eine ist, wir beziehen Kunden ja mit ein. Also die Endkunden zum Beispiel schon seit vielen, vielen Jahren über die Produktrezensionen, die jeder Kunde abgeben kann. Aber auch die Händler im Marketplace-Bereich, das sind ja auch unsere Kunden, sind Geschäftspartner. Wir haben Händlerveranstaltungen, Händlertagungen, spezielle Events, Webinare und verschiedene Formate, wo die Kunden auch wirklich mit einbeziehen. Und dann, dass wir tatsächlich auch, wenn wir über neue Geschäftsfelder, über neue Innovationen nachdenken, vom Kunden ausgehen und dann rückwärts arbeiten, um wirklich im Detail zu durchdenken, welches Problem können wir eigentlich lösen für den Kunden? Wo können wir was besser machen? Und das in den Vordergrund stellen. Jetzt haben Sie es ja mit Ihrer Unternehmenskultur und dann auch der konsequenten Umsetzung ja zweifellos geschafft, eine extrem starke Marke jetzt hier dann auch zu positionieren gegenüber auch dem Endkunden. Wie können denn jetzt auch so die Händler auf dem Marketplace davon profitieren, dass eben Amazon jetzt so eine starke Marke ist im Bereich Customer Engagement? Direkt und indirekt. Also direkt, wenn Händler bestimmte Services nutzen, die wir anbieten, zum Beispiel Versand durch Amazon, da übernehmen wir den Kundenservice, den bestellbezogenen Kundenservice. Heißt, wenn der Kunde eine Frage hat zu seiner Bestellung, das wird von Amazon abgewickelt. Und der Kunde, und das ist die indirekte Komponente bei der Antwort, der Kunde vertraut der Webseite Amazon, er vertraut der Marke Amazon, er wird loyal, er kommt wieder und darüber profitieren natürlich indirekt die Händler auch über Umsätze, die es in der Zukunft mit diesen Kunden tätigen werden. Ja. Vielleicht noch abschließend eine Frage zur Innovationskraft hier dann auch von Amazon. Ist ja jetzt durchaus ja auch schon gar kein Startup mehr, über 20 Jahre dann hier, roundabout ja alt. Und trotzdem so viele Innovationen, die dann jetzt auch kommen. Und Sie hatten es ja aufgezeigt, auch in Ihrem Vortrag auf der Timeline. Täuscht der Eindruck, dass eigentlich die Innovationsgeschwindigkeit auch bei Amazon zunimmt und nicht abnimmt, was man ja vielleicht vermuten könnte angesichts der Größe auch des Unternehmens? Ja, also sie nimmt definitiv nicht ab. Und einer der Treiber ist sicherlich, dass wir für viele neue Themen auch wirklich kleine Teams aufsetzen, die Freiheit haben, sehr, sehr langfristig zu denken, sehr, sehr mutig und in großen Dimensionen zu denken und denen auch wirklich den Freiraum geben und die Freiheit zu innovieren, also Dinge auszuprobieren. Also nicht so sehr in existierenden Strukturen, sondern wirklich auch neue Teams aufsetzen und die dann einfach mal machen zu lassen. Wir sind sehr stur in der Vision, aber experimentierfreudig in den Details. So, es bleibt also spannend. Ja, super. Denke schon. Vielen Dank. Herr Schöberl.